So, guten Morgen, Jensi-Fans. Ich bin früh am Wasser. Früher Vogel fängt den Fisch. Oder so ähnlich. Ja, das möchte ich heute, oder wollte ich eigentlich heute erwischen. Ein paar schöne Regenbogenforellen. Und da das geklappt hat, bin ich umso erfreuter. Denn ich habe die neue Lars Hansen dabei. Die Sea Trout. Und zwar die dreiteilige Rute. Nicht mit Korkgriff, sondern mit dem EVA-Griff. Ja, die hat eine Länge von 3,15, ein Wurfgewicht von 18 bis 45 Gramm. Moment, 18 bis 42 Gramm. Und ist anscheinend wirklich heute genau die richtige Rute. Denn in Kombination mit dem Phantom F Legend ist das die absolute Bank auf Forelle heute Morgen. Also ich werfe ein. Kurbel im Highspeed-Tempo den Köder durchs Wasser und es beißt eine Forelle nach der anderen. Ihr könnt es mir glauben. Ich probiere es mal, vielleicht klappt es ja. Vorführeffekt. Also raus. Und jetzt Highspeed rein. Das war der Wahnsinn gerade, echt. Zack, 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 haben die gebissen. Die sind anscheinend total in Jagdlaune heute, die Forellen. Kurz vom Winterstart. Und ich habe mit dem Phantom F Legend in Orange einfach den perfekten Köder allem anscheinend nach. Also das läuft einwandfrei. Okay, das war vielleicht der Vorführeffekt. Mal gucken. Die Rute lädt sich also mit dem, selbst mit diesem leichten Köder, wunderbar auf. Und ihr kommt wirklich in Bereiche, wo andere Spinnfischer... Ah, das war ein Klopfer. Wo andere Spinnfischer gar nicht mehr hinkommen. Also ihr kommt super, super, super weit raus. Ich habe hier eine 15er geflochtene sogar drauf, weil das meine Hechtrolle war. Und ich habe gedacht, ach komm, ehe du jetzt rumbastelst, nehme ich heute mal das schwere Geschirr. Da komme ich ja weit genug mit und in der Tat, es ist so. Die Forellen, die jagen an der Oberfläche und das ist echt klasse. Genauso hatte ich mir das heute Morgen gewünscht und das hat geklappt. Klappt es natürlich wieder nicht. Vielleicht habe ich jetzt auch zu viel hier rumgewurstelt. Aber es macht nichts. Für den Grill habe ich meine Fische. Und so sollte das ja auch sein. Also ich fasse nochmal zusammen. Die Schnur ist ein bisschen zu kräftig, eine 15er geflochtene. Das kann man noch optimieren, was die Wurfweite angeht. Davor habe ich einfach mit einem Knoten ein 30er Fluorocarbon-Vorfach geknotet. Dadurch schwebt quasi der Spinner auch fast unsichtbar im Wasser herum. Ja, für die Forellen kaum ersichtlich. Und ja, es hat geklappt. Ihr habt die Fische gesehen. Ich zeige sie euch gleich nochmal. Okay. Das waren jetzt ein paar Würfe ohne Fisch. Aber es gab genug Fisch. Hier nochmal der Köder. Den gibt es in Blau auch und ganz neu 2016 auch in Grün-Schwarz und in einer anderen Farbe, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Sind super geil, also tippitoppi auf Forelle, der beste Spinner, den es gibt. Ich wüsste jetzt keinen besseren. Perfekt. Also ich habe damit schon so viele Forellen gefangen. Super. Also was man noch machen könnte, als kleinen Tipp, hier einen Doppelsprengring einsetzen. Dazu hatte ich heute Morgen keine Lust. Ich habe auch schon einige Fische verloren, die ich vielleicht nicht verloren hätte, wenn ich hier einen Doppelsprengring habe, weil die Fische sich da nicht aushebeln können. Ansonsten kann ich euch diesen Köder nur empfehlen. Perfekt, wirklich, der Beste. Und dass es wirklich der Beste ist, das seht ihr an solchen Forellen hier. Deshalb war ich heute am Wasser, perfekt, super. Ja, Leute, jetzt habt ihr es gesehen.
Der Drill perfekt. Mit der Rute konnte man wirklich gut handeln. Und schaut euch mal den Fisch an. Das ist eine Forelle, oder? Super. Perfekt. Ja, das hat Spaß gemacht. Und wie immer gebissen auf den Yancy Phantom Legend.